What you want? We hang with them ballers, we don't even ball. I just motherfucking started, now I want it all. Most rappers retarded, they can't rap it all. I knew all this shit would happen before it started. Too much money in your pants, probably why. Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video, und in dem heutigen Video werden wir auf ein Video von mir reacten. Von mir selber, vor einem Jahr habe ich dieses Video gedreht. Nutella-Taschen machen. Alter, bin ich erschrocken. Warte, was war dieser Move? What? Lol, ich hab das gleiche T-Shirt an. Lol. Video. Heute werde ich mal Nutella-Taschen machen. Das ist ja sicher. Nein. So. Eier. Natürlich Nutella. Früher war das mein Lieblingsessen. Ich habe es so gerne gegessen. Und zurzeit nicht mehr, aber ist mega lecker noch immer noch. Blätterteig. Ich habe schon euch alles vorbereitet, es aufgeschnitten. Den Blätterteig. Und jetzt nehmen wir eine und nehmen Nutella dazu. So ein bisschen. Und was ich da noch erzählt habe, man kann mehr dazu geben, aber dann schmeckt es nicht mehr so gut. Also schmeckt auch gut, aber nicht mehr so gut. Weil zu viel Nutella ist auch nicht gut. Ich weiß, ich habe halt die Bildqualität ein bisschen unterstützt und habe nicht so gefilmt, sondern so gefilmt. Also, ja, aber das ist noch ein Anfängerfehler. Und jetzt kann man das so mit dem Löffel so verschmieren. Ich habe probiert, weil ich so auch in Kochvideos gesehen habe, dass wenn sie etwas verschmieren oder sowas, so eine leichte Stimme haben, so. Und jetzt kann man das noch mehr so beschmieren. Und das fühlt sich halt dann so gesagt gut an. Das ist halt der frühere ASMR. Also. Wenn man es will. So, und danach faltet man es. Zack. So. Jetzt mache ich das Ganze mit allen. Okay Leute, ich habe schon den Ofen auf 180 Grad eingeheizt und oben unten eingeheizt. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Mehl. Ein bisschen. Bisschen viel Mehl. Jetzt brauchen wir den Mehl nicht mehr. Und jetzt brauchen wir eine Gabel. Tauchen das so ein bisschen ein. Tauchen es so gesagt ein. Und. Zack. Man sieht es nicht gut wegen dem Curve-Format, aber. Dass es nicht aufgeht. Ja. Und drückt es einfach so drauf. Ich habe das eigentlich, ich überlege es mir gerade. Ich habe es ungefähr vor einem Jahr zum letzten Mal sowas gemacht. Also Nutella-Taschen. Ich könnte es mal wieder machen. Leute, like dem Video, wenn ihr Bock habt auf eine Nutella-Taschen machen, eine zweite Folge davon. Also dass ich nochmal mache, aber Qualität viel besser. Zack. Das Ei, schlagen es auf und nehmen den Dotter vom Eiweiß. Von diesem Clip kann ich halt so viel erzählen, weil ich einfach immer der Dotter, glaube ich, gesagt habe. Oder ich habe irgendwie was anderes gesagt
Und deswegen müssen wir das Ganze wieder aufnehmen, neu aufnehmen. Diesen einen Moment halt. Und deswegen warte ich auch so, dass ich den Ei aufschlagen kann, weil ich ansonsten ungefähr 10 Eier verschwendet hätte. Weil ich so oft das falsch gesagt habe. Also ich hoffe, ich habe noch Videos davon, wie ich es falsch sage. Also wenn das ich hätte, ich will das, also ich will das, glaube ich, auf Instagram euch zeigen. Also abonniert mich auf Instagram, blende euch hier den Namen ein. Apropos, so gesagt, kochen. Wir haben einen extra Kanal aufgemacht. Für Kochen. LOL! Hier steht noch mal Mamas Webseite. LOL! Also, ich kann's euch mal zeigen. Mabu, unbedingt abchecken. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Ein Unterstützer. BNSC. Kochen. Wir haben seinen Kanal noch aufgemacht. Hier. Wenn ihr wollt, dass wir noch auf diesen Videos reacten, schreibt es mal in die Kommentare. Weil ich würde diese Videos nochmal so gerne anschauen. Also, ich hätte Bock drauf, mal zu reacten. Dieser alte Kanalbanner und dieser alte. Das ist so krass. Wenn zum Beispiel Stefan BMSC kochen. Erstkanal BMSC. Ja. So, schauen wir weiter. Zack. So. So, ich weiß mal kurz meinen. Also diese Hose liebe ich noch bis zum heutigen Tag. Ich trage das diese Hose halt so oft, weil ich die so sehr liebe. Also und wenn ihr das wollt, dass ich nochmal koche und so ein Video mache mit dem Nutella-Taschen, also die Küche, wo ich backen werde, also kochen, wird überhaupt nicht so aussehen, weil wir sind ja umgezogen. Und jetzt ja. Sowas rüber streichen. Das ist mehr Aufwand. Das machen wir jetzt mit allem. Ja, das konnte ich eigentlich verschnellern. Aber mach ich's nicht? Warte. Ja. Das verstelle ich halt. Und für euch. Reicht für alles hier, also. Ich brauch noch. Und zack. So. So. Ja, und jetzt wird das in den Ofen gelegt. Jetzt sind wir soweit. Wir können jetzt die Taschen in den Ofen backen. In den Ofen geben. Warum ist die Qualität jetzt so schlecht? Ah, jetzt. Oder? Hä? So, und jetzt müssen wir
Schaut mal das. Wartet kurz. Ich lache halt nicht über was ich mache, sondern über meine Stimme. Wir müssen noch 14 Minuten auf das warten. So Leute, wir sind fertig. Ich schick mal da alles raus. Ja. Wenn ich jetzt so das Video sehe, habe ich wirklich Bock drauf. Das verschnell ich. Das hätte ich auch verschnellen sollen. Aber. Also ja, weil zwei zusammengeklebt wurden, so gesagt. Okay, ja. Und jetzt kommt der Highlight von das alles. Ja. Und zwar, man kann ein bisschen Zucker. So. Zack. So schmeckt es auch ultra geil. Wirklich ultra geil. So. Und was ich sehr gerne dazu benutze, und zwar. Ja. Mit das, wenn ihr so das macht, wie ich es gerade gezeigt habe, schmeckt es so super gut. Das. Ich weiß, es hat ein bisschen Kalorien, aber ihr esst auch davon maximal 2 Stück und dann seid ihr satt. Aber so satt, dass ihr den ganzen Tag nicht mehr essen könnt. Okay, Leute, wir werden von der TH-Sprache schon ein T-Shirt bekommen. Ich möchte mich dafür bedanken. Schaut vorbei, die Webseite lautet www.thsprachschule.at. Werbung gemacht? Aber apropos TH-Sprachschule, wir haben gerade, also ich habe gerade noch für die TH-Sprachschule, also TH-Methode, eine Video aufgenommen. TH-Sprachschule existiert zurzeit nicht mehr, zurzeit überhaupt nicht mehr. Und ja, auch wegen dem Greenscreen hier bei mir ein Video aufgenommen, also könnt ihr mal abchecken. TH-Methode einfach eingeben und Kurskiwörter dann TH-Methode. Ein schönes. Also, erste Folge. So, schauen wir weiter. So. Und da drauf. Oh ja. Alter, schaut mal den Schokolade an. Ist das geil. Also, mir schmeckt es sau gut. So Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es ja, lasst ein Abo da und wenn es nicht, dann... Ah ja, und was ist das jetzt hier? So, das war's mit diesem Video. Würde der es hier sagen. So, ich würde es, glaube ich, jetzt viel besser machen. Aber das war ja auch vor einem Jahr und da hatte ich auch nicht so einen guten Equipment. Aber ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Channel, um nichts mehr zu verpassen. Morgen kommt der nächste Lego Stop Motion Video. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!